Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, es hat geschneit seit langem mal wieder in Köln. Ich habe euch ja gesagt, wenn es schneit, werde ich ein Video aufnehmen. Der Schnee ist richtig gut, darum können wir hier einen Schneemann bauen. Das ist wieder ein Vlog. Aber jetzt nicht denken, dass ich nur einen Vlog raushaue. Morgen höchstwahrscheinlich kommt noch ein Video. Das wird dann etwas ein normaleres Video, keine Ahnung. Ja, Leute, jetzt eine Real Story. Mein Vater war so um 6.05 Uhr wach. Ich war dann am Schlafen. Mein Vater hat mich aufgeweckt. Hat er gesagt, guck mal aus dem Fenster. Und es hat einfach geschneit. Also, der weckt mich einfach so um 5, 6 Uhr. Und es war richtig dunkel. Aber man konnte den Schnee schon richtig gut sehen. Und wie er am Schneiden war, durchschießen so manche Lichter. Da konnte man das gut sehen. Ja, jetzt, wie gesagt, machen wir weiter. Dann sehen wir uns. Wir haben jetzt alle drei Teile aufgebaut. Jetzt versuchen wir das sauber zu machen, damit das etwas schön aussieht. Ihr habt es gesehen, da sind ja überall so Blätter, Sand und so dran. Jetzt versuchen wir das sauber zu machen. Dann sehen wir uns, wenn wir das sauber gemacht haben. Es ist etwas kleiner geworden, aber geht eigentlich voll klar. Dann sehen wir uns gleich. Ist nicht so. Echt, sieht viel krasser aus. Kamera ist das, glaube ich, so krass. Wie ihr gesehen habt, ist jetzt der Schneemann fertig. Ich weiß nicht, was wir machen werden. Ich hoffe, der Schneemann hat euch gefallen. Ich weiß, also ich glaube, das ist nicht mein erster, aber im Kindergarten habe ich, glaube ich, den zuletzt, den ich gebaut habe, gemacht. Das jetzt, nach einer langen Zeit, habe ich wieder einen neuen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen werde. Entweder gehen wir jetzt nur irgendwie spazieren oder wir machen andere Sachen. Keine Ahnung, dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn wir was machen. Wenn wir nichts machen, dann sehen wir uns gleich bei der Endcut. Heute mit einem neuen Video und zwar einem Vlog. Ja, ich weiß nicht, was wir machen werden. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Ciao. Ja, Leute, wir sind jetzt zu Hause angelangt. Jetzt in einen schönen warmen Kakao trinken. Ich weiß, manche mögen die Vlogs nicht, aber schon mal Vlogs aus dem Vlogs sind ja so Nebenvideos. Es wird ja noch ein Hauptvideo kommen. Also Vlogs kann man eigentlich immer machen, wenn man was Schönes macht. Und es wird auf jeden Fall ein Hauptvideo kommen. Also keine Sorge, für die Leute, die Vlogs mögen, können den Vlog angucken. Für die Leute, die keine Vlogs mögen können, müssen den halt nicht angucken. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr es anguckt und trotzdem einen Daumen nach oben gibt. Wie gesagt, trinken jetzt einen schönen warmen Kakao. Und dann gehen die Fleisch noch raus. Das ist noch nicht. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Thank you.
Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, waren wir kurz nach draußen. Wir mussten was einkaufen. Ja, das haben wir eingekauft. Jetzt wird nach Hause gekommen, wir haben noch gefrühstückt. Kakao haben wir leider nicht getrunken, weil wir hatten keinen Kakao mehr. Darum haben wir das halt nicht gemacht. Leute, der Schnee ist einfach weg. Zum Glück sind wir früh gegangen und jetzt ist der Schnee einfach weg. Draußen liegt einfach fast nichts mehr. Alles ist einfach geschmolzen. Das ist so zermatscht, der Schnee. Keine Ahnung. Zum Glück sind wir früh rausgegangen. Darum haben wir den Schnee mal gemacht. Wir sind kurz mal rausgegangen. Der Schneemann steht noch, aber darum, der Schnee ist alles weg. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen kommt noch ein Hauptvideo, hoffentlich. Also, ich weiß, ich kann es euch nicht versichern, aber ich denke und ich hoffe auch, dass ich ein Hauptvideo morgen machen werde. Checkt nur meine Social Media Plattform ab, mein letztes Video und in der Endcard könnt ihr auch alles abchecken. Dann sehen wir uns halt nächste Woche. Ciao. Dann sehen wir uns morgen. Ciao.